Moin, sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Assetto Corsa Competizione in Version 04.1. Ihr habt es gerade gesehen, also die vierte Early Access Version schon einmal gepatcht. Und am Anfang habt ihr gesehen den Hungaroring, der ist als neue Strecke dabei. Und jetzt seht ihr gerade den Ferrari 488 im GT3, mit dem habe ich gerade schon also 15 bis 20 Runden hier auf dem Hungaroring gedreht. Und ich muss sagen, das Ding lenkt echt sehr gut und es hat hervorragende Bremsen. Ansonsten, der Lamborghini, der ist mit dem letzten Patch schon verbessert worden, also mit der letzten Early Access Version. Den bin ich gerade noch mal ein bisschen Probe gefahren. Und der fährt sich inzwischen auch nicht mehr so, als wenn er einen versucht, in jeder Kurve zu töten, sondern der fährt sich inzwischen sogar richtig gut, muss ich sagen. Der Ferrari ist aber noch mal ein ganzes Stück besser. Und hier sehen wir den Ferrari von Rinaldi Racing. Und den gibt es aber auch vom Team AF Corse in einer, sage ich mal, Variante mit sehr viel schöneren Teamfarben, die den Teamfarben von Grundkurs Racing natürlich ein bisschen dichter kommen. Und ich würde sagen, deswegen, und weil ich so viel M sage heute, fahren wir einfach ein kleines Quick Race gegen die KI, denn leider, Multiplayer ist drin in der Version, aber es stürzt ständig ab. Ne? Also wenn ich auf den Server connecte, meistens schon, oder nach ein paar Runden, kriege ich immer einen Fatal Error und das Ding hängt komplett, stürzt ab, da geht gar nichts mehr. Ansonsten wäre ich heute super gerne hier für das Video ein bisschen online gefahren, ein kleines Rennen gegen andere Leute, da freue ich mich ja schon. Seit Beginn des Early Access eigentlich drauf. Funktioniert aber nicht, deswegen machen wir heute nochmal ein kleines Quick Race gegen die KI. Einstellung wie die letzten Male immer. Also zufällige Startposition. 21 Fahrzeuge mit uns insgesamt. Und KI auf 80%, 10 Minuten Rennlänge über den Hungaroring mit dem Ferrari. Heizen wir gleich, nachdem wir hier diese Front so wunderbar bestaunt haben. Ne? Ist echt ein schönes Auto, fährt sich auch gut. Auf jeden Fall kommt das Ding in die engere Wahl für den Wagen, den ich dann im Full Release fahren werde. Also da muss ich den Nissan jetzt nicht direkt fürchten, ne? Aber ich hoffe, der Nissan wird gut, weil der Ferrari, der ist schon echt gut. Ne? Ich vermute, der Audi wird ähnlich gut werden. Schauen wir mal. Weniger labern, mehr rennen. Ich habe verstanden. Auf geht's. So, da sind wir schon wieder. Da von links, ne? Das ist unser wunderschöner Ferrari. Man hat es jetzt bei dem Licht nicht sehr gut gesehen, aber es ist dunkelgrün und weiß. Sieht sehr schick aus, der Ferrari von Team AF Corse. Und wir starten auf Platz 1. Also ich. Ihr würdet das wahrscheinlich besser machen von Platz 1 aus. Puh, da hinten ist noch ein Ferrari von AF Corse. Ja, schauen wir mal. Wird ein Knaller. Bin ich mir ganz sicher. Lenkrad. Alright, mate. Race is about to start. Hold your position until the green flag. Take it easy. Turn one. Also schauen wir mal. Wir wollen eigentlich zwischen 6.000 und 7.000 Umdrehungen bleiben. Da oben der weiße Balken in unserem Display. Das ist so kurz, nachdem das gelbe Licht der Schaltassistenz-LEDs angeht. Oh, das war ein bisschen zu spät auf den Bremsen wegen kalten Reifen und so, aber der Ferrari. Dadurch ist aber der Lambo nicht vorbeigekommen von links. Der Ferrari hat ausgezeichnete Bremsen. Und der lenkt auch sehr gut ein, ohne dabei zu übersteuern oder sowas. Also der fährt sich richtig, richtig angenehm eigentlich. So, hier in Runde 1 noch ein bisschen vorsichtig sein, ja. War auch richtig. Sonst wäre ich ja voll rausgeflogen. Wenn ja, die Reifen hier nicht vernünftig warm sind und die Bremsen. Brauchen wir keine spektakulären Sachen machen. Ja, die Schikane hier, die ist ultra langsam. Und dann gibt es halt noch ein paar von diesen sehr langgezogenen, langsamen Kurven. Ich glaube, da war ich außerhalb der Track Limits, oder?
wo ich halt nicht weiß, wie schnell man die eigentlich fahren kann. Die fühlen sich alle für mich super langsam an. Und hier ist noch so eine. Und auch die Kurve hier vor der Start-Zielgeraden ist super lang gezogen. Die muss ich von weiter außen anfahren, auf jeden Fall. So, auf der Geraden dürften alle anderen mehr Power als der Ferrari haben. Was man auch einstellen kann, ist jetzt die Sichtweite des Rückspiegels. Hier haben wir halt so eine schöne Kamera. Statt einem echten Spiegel. Statt eines echten Spiegels. Sorry, Deutsch und so. Hier diese super langsamen, relativ lang gezogenen Kurven. Da kann man jetzt die Sichtweite in Metern einstellen und die Qualität getrennt von anderen Einstellungen. Jetzt gleich die nächste schön langgezogene Kurve. Und dann geht es direkt in die Schikane, die sich halt auch super langsam anfühlt. Okay. Mit Anbremsen kann man den Ferrari hier richtig gut zum Einlenken bringen. Der übersteuert der dann mal richtig. Das kann man natürlich im richtigen Moment auch mal ausnutzen. Nicht zu schnell. Ja, ich meine, da habe ich meine alternative Linie gewählt. So, hier von ein bisschen weiter außen kommen, jetzt ran an den Korb und Gas. Und dann komme ich auch schnell raus. Ich weiß nicht, ob das noch on-track war oder nicht. Auf jeden Fall macht es richtig gut Geschwindigkeit. Und sobald ein Ferrari halt von der Bremse geht und hier einfach nur lenken lässt, lenkt er so phänomenal gut. Ja, im Moment ein bisschen wie Hotlapping hier. Die besten schaffen hier 1,42. Ich bin gute 10 Sekunden langsamer. Ups. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich hier fast alles im zweiten Gang fahre. Mal schon wieder zu schnell. Alternative Linie, damit wir hier richtig schön rausbeschleunigen können. Ich meine, ich muss hier vorne sowieso gleich wieder bremsen. So, run an den Curb und rauf aufs Gas. Ja, 1,52, schnellste Runde des Rennens hier. Das ist natürlich schon deprimierend, wenn andere hier mit dem Ferrari 1,42 schaffen. Aber gut, irgendwo muss ich halt anfangen. Ich brauche einen Punkt, von dem aus ich besser werden kann. Thank you.
Und nicht auf den Korb bremsen. Das mag der Ferrari nicht so. Da kommt er echt ganz schön ins Schlingern. Oh, was auch neu ist, ist Lock to Horizon. Also, dass jetzt das Auto wackelt und nicht der Kopf, wenn es hier wackelt. Ne? Das soll ein bisschen dem menschlichen Sehnen nachempfunden sein. Da, wenn man läuft, ne, wackelt ja auch der ganze Körper die ganze Zeit. Und trotzdem kann man halt einen Punkt fest fixieren, weil das Gehirn, die Augen das halt ausgleichen. Und das soll hier mit dem Lock to Horizon auch simuliert werden. Ich habe das einfach mal aktiviert, ne? Dadurch wackelt der Wagen, aber der Blick verschiebt sich halt kaum. Ich finde das ganz angenehm. Man kriegt trotzdem mit, was hier irgendwie passiert mit dem Wagen, hat aber ein deutlich ruhigeres Bild. So, 2 Minuten noch. Das heißt, wir fahren noch 2 Runden. Aber mir fehlt immer noch so ein bisschen der Head-Tracker-Support, damit ich hier mal vernünftig in die Kurven reingucken kann. Ne? Gerade wenn ich so ein bisschen mich verbremse irgendwie, da noch den Apex zu treffen. Ist manchmal ein bisschen unnötig schwierig, finde ich. Und da hilft mir zum Beispiel auch das Look Ahead, also dass man in die Kurve reinguckt automatisch. Das macht das Spiel ja. Oder kann es machen. Das hilft mir da auch kein bisschen. In solchen Situationen leider. So, der BMW ist jetzt schon ziemlich dicht hinter mir. Oh, da lenkt der Ferrari zu gut ein. Ja, beziehungsweise ich unterschätze das immer. Hier ein bisschen langsamer in die Kurve rein. Ja, und da können wir deutlich besser innen bleiben. Na, so langsam wäre ich doch ein bisschen warm mit dem Track. Das müsste jetzt eigentlich die letzte Runde sein, meine ich. Ja, schade, dass das jetzt hier kein echtes Rennen geworden ist, sondern mehr so eine Art Hotlapping mit Verfolgern. Class Leader, okay. Das ist ja schon mal interessant. Das hört sich ja so an, als wenn die schon mal geplant haben, auf jeden Fall die GT4s, die ja auch zur SRO gehören, hier mit reinzubringen. Ansonsten wäre diese Nachricht natürlich ein bisschen fehl am Platz, weil es dann natürlich nur eine Klasse gibt. Ja, da bin ich ja gespannt. Ach, schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Der BMW wird es noch mal wissen hinter mir, ne? So, aber auf die letzten paar Meter werde ich jetzt natürlich Fehler vermeiden. Ich bin in diesen Kurven hier auch schneller als der BMW. Schneller als der Audi weiß ich nicht, aber schneller als der BMW auf jeden Fall, ne, weil der halt unheimlich lang ist. Und ziemlich schwer, der quält sich herum. Auf der Geraden
macht mich der BMW wahrscheinlich platt. Jo, okay, Vorsprung gehalten. Mal gucken, die schnellste Rennrunde werde ich wahrscheinlich im Endeffekt nicht gefahren sein hier. Das wäre dann doch sehr überraschend. Aber da waren wir. So, schauen wir mal. Wollen wir uns das hier anzeigen lassen, so ein bisschen? Unsere schnellste Runde war eine 1:52,2. Man konnte doch hier auch irgendwie, das ist Replay, irgendwie sich die von den anderen anzeigen lassen. Scheinbar geht das nicht mehr, schade. Ja, also für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich hoffe, vor Weihnachten kommt noch ein Patch für den Multiplayer, damit ich mal ein Online-Rennen hier zeigen kann, ein vernünftiges. Dann wahrscheinlich auch mit dem Ferrari. Der fährt sich nämlich echt, echt schön und auch ganz anders als der Bentley und der BMW. Auch anders als der Lamborghini. Also ist wirklich komplett anderes Fahrgefühl einfach nochmal. Gefällt mir sehr gut. Hungaroring, ja, muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Da weiß ich, ich habe keine Ahnung, wie man den vernünftig fährt im Moment. Na, wenn ich das raus habe irgendwie, dann wird er wahrscheinlich auch gehen. Ich glaube, das, die Strecke ist eigentlich ganz okay. Hat halt sehr langsame Kurven drin, sehr langgezogene Kurven. Sieht ein bisschen aus wie eine Motorradrennstrecke eigentlich eher. Da sieht das nämlich richtig cool aus, wenn die halt sich so richtig lange um die Kurven lehnen und so. Beim Autosport macht es einfach nur langsam. Jo, für heute war es das, wie gesagt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.